Ich möchte heute über Simple Finance reden. Das ist das Kern, das Herzstück, jetzt auch vom S4HANA. Und bekommt damit halt die ganzen Transformationen, die Funktionalität im S4HANA mit. Das heißt, Simple Finance ist eingebettet in die Deployment-Option vom S4HANA. Es ist eingebettet in das Netzwerk, was jetzt gespannt wird über die Cloud-Lösungen der SAP, um jetzt halt Fieldglass, SuccessFactors, Ariba zu nennen, in diesem Kontext halt eingebettet. Das sozusagen als das Verständnis jetzt, wo sich halt jetzt Simple Finance halt anordnet, in dem neuen S4HANA-Kontext. Die Idee zu vermitteln, das kann man halt dann 6 Kernwerten halt klassifizieren. Das ist Erste, und das ist die technologische Basis. In dem Moment, als wir sagen, wir haben mit SAP HANA als Grundlage und mit Simple Finance die Software optimiert für die Nutzung dieser Hauptspeicherdatenbank SAP HANA, was uns möglich hat, ein vereinfachtes Datenmodell zu implementieren. Das heißt, wir haben keine Redundanzen im System. Das heißt, für diejenigen, die die Tabellen noch kennen, die BSIT, BSAT, BSIS, BSAS und so weiter, sind physikalisch nicht mehr vorhanden. Die sind als View noch vorhanden, das heißt, sie sind noch zugreifbar, aber rein physikalisch nicht mehr vorhanden. Selbiges gilt für die Summentabellen GLT0, KNC1, LFC1, 3 und so weiter, wo halt vordefinierte Granularitäten von Aggregaten, also das Saldo für einen bestimmten Zeitpunkt, für ein bestimmtes Konto festgelegt wurde, ist so physikalisch nicht mehr vorhanden. Das heißt, auf der einen Seite weniger Datendurchsatz, weil weniger Daten geschrieben werden, müssen halt weniger Daten persistiert werden. Das heißt, wir haben einen höheren Durchsatz im System. Gleichzeitig ermöglicht uns diese Vereinfachung jetzt auch wieder, da komme ich dann gleich noch darauf, verschiedene Datentöpfe wieder zusammenzuführen. Was dazu führt, dass wir sofortige Einblicke ins System bekommen können, weil wir in diesem Moment alle Daten, die zusammengehören, in einen Topf haben. Das heißt, Abstimmungsläufe, die eigentlich ja nur administrativer Overhead waren, das war jetzt keine Sache, die jetzt wirklich Mehrwert gestiftet hat, sind per se nicht mehr notwendig. Bei Design in diesem System nicht mehr notwendig. Und damit haben wir erstmal die Möglichkeit, mit SAP HANA als Grundlage, die Performance liefert, analytische Funktionalität in unserem Kernsystem bereitstellt, plus dem vereinfachten Datenmodell erlaubt es uns halt, den sofortigen Einblick in die Daten zu bekommen. Wobei wir da jetzt auch die Möglichkeit haben, in alle Dimensionen halt hineinzugehen. Das klassische Analytische, was wir sehen halt, ich kann in alle Dimensionen halt reindrehen, ist hier verfügbar. Zugleich erlaubt es uns Flexibilität, indem wir nicht mehr auf vordefinierten Granularitäten arbeiten müssen und Aggregaten, haben wir eine Flexibilität. Das heißt, profitenter Hierarchien sind halt anpassbar, flexibel, die sind simulierbar. Selbiges durch die Vereinfachung, dass wir halt keine separaten Systeme benötigen. Es gibt kein dediziertes, es ist nicht notwendig, ein dediziertes Planungssystem zu haben. Es ist nicht notwendig, ein dediziertes Business Warehouse System zu haben, weil diese Funktionalität wieder im Kernsystem, im Simple Finance zur Verfügung steht und damit Prozessoptimierung möglich ist. Das heißt, wir können schneller darauf reagieren. Wir haben schnellere Abschlussarbeiten, wir können damit halt auch schneller Prozesse anpassen. Und selbiges, wenn wir über Prozess und analytische Funktionalitäten sprechen, ist es so, dass wir natürlich auch Compliance mit integriert haben. Es ist Teil der Lösung, es ist Teil des Prozesses. Es ist nicht, wie Matthias das heute Morgen schon gesagt hatte, ein Prozess, der nachgelagert ist, der separat läuft. Es ist Teil der Lösung, um damit halt auch wirklich halt Mehrwert zu stiften. Und wir in diesem Bereich sind, dass wir Compliance halt als integriertes Finance-Lösung halt mitsehen. Das Ganze in Simple Finance kommt mit einer neuen Benutzeroberfläche. Auch heute Morgen schon erwähnt, ganz kurz in der Einleitung von Matthias, ist, dass wir nicht mehr dieses Blau, es ist immer noch bläulich, wir haben es nicht ganz verlassen, die Farbe, aber es ist jetzt Fiori als Grundlage. Fiori ist ein Konzept, wie heutige Benutzeroberflächen im SAP auszusehen haben.
Wobei es darum geht, dass wir nicht Funktionalität abschneiden, es ist rollenbasiert, es ist etwas einfacher zu bedienen. Und ich werde Ihnen das nachher noch zeigen. Zugleich Simple Finance der Weg in die Cloud. Einerseits, dass wir die Technologie halt, die Möglichkeiten haben durch eine neue Benutzeroberfläche. Zugleich jetzt auch mit der Vereinfachung SAP HANA als Grundlage und den technologischen Fähigkeiten jetzt alle Varianten eingebettet in der Business Suite S4HANA. Wir sind committed zu sagen, dass wir Sie als Kunden mitnehmen auf diese Reise, diese Transformation, indem wir mit Simple Finance eine nächste Version der klassischen FIN-Komponente bereitstellen, die halt voll kompatibel ist mit dem, was bisher im System existierte. Wie sieht das aus? Ganz konkret. Ich hatte gerade gesprochen über den umfassenden Buchhaltungsbeleg, das Universal Journal. Und bevor ich jetzt da noch auf die Details gehe, erstmal kurz, wo kommen wir her? Und jeder kennt das, ich bin mir sehr sicher von Ihnen, Sie kennen auch die Knackpunkte und die Herausforderungen aus diesem historisch gewachsenen, auf Grundlage von technischen Rahmenbedingungen entstandene Lösung. Das heißt, wir haben Finanzbuchhaltung, wir haben Controlling, wir haben Materialbelege, Profitability und so weiter. Und alles das, was ich jetzt auch wieder oft gehört habe, ist, ja, die Profitability, die also läuft manchmal ein bisschen aus dem Ruder, weil wir vergessen haben, den einen oder anderen Verteilungslauf anzustoßen. Das ist halt in der jetzigen Welt so drin. Wir haben dafür aber in Simple Finance eine Lösung. Ich kann zu Recht sagen, dass wir mit dem Universal Journal seit schätzungsweise 20 Jahren die größte Veränderung in der Finanzbuchhaltung, in der Struktur vorgenommen haben. Sind wir sehr stolz drauf, weil das ist sehr innovativ, dass wir diese Datentöpfe, die eigentlich rein logisch zusammengehören, auch wieder zusammengeführt haben und jetzt die Möglichkeit haben, über den umfassenden Beleg alle Dimensionen zu ermöglichen. Allein schon die Idee, dass ich sagen kann, ich habe die Materialbewertung wieder mit im System drin und ich kann ad hoc simulieren, was eine Materialpreisveränderung für einen Einfluss hat auf eine Gewinn- und Verlustrechnung. Es hört sich sehr einfach an, aber das ist bisher in einem heutigen System so nicht möglich, in dem klassischen System. Und das ist jetzt mit dem Simple Finance, dadurch, dass wir alles wieder in einer Struktur haben, möglich. Das sind Sachen, die wir jetzt machen können. Das ist ein Denkanstoß, das ist nur eines, vieles davon, und das ist, warum ich sehr stolz bin, dass wir das jetzt so schaffen, dass Sie auch als Kunden mit bei diesem Event im Austausch mit SAP-Entwicklung uns Ihre Herausforderungen mitgeben, sodass wir das dann auch mit umsetzen können. Dafür möchte ich Ihnen jetzt eine Demo zeigen, und da ich gesagt habe, ich möchte kein Video, sondern ich will Ihnen zeigen, dass es wirklich live funktioniert. Hier sehen wir eine von ganz vielen neuen Fiori-Anwendungen. Und wie Sie sehen können, klassisch unterteilt. Wir haben oben halt einen klassischen Selektionsbildschirm. Mit dem Unterschied, dass wir halt nicht mehr F8 drücken, damit die Selektion losgeht, sondern es gibt halt einen Go-Button. Und in dem Moment, wo ich darauf drücke, wird jetzt das System und berechnet die Bilanz. Und was Sie gemerkt haben, das ging jetzt in 1-2 Sekunden. Aber der Unterschied zu dem klassischen System ist, das passiert da on-the-fly-Aggregation. Es sind keine Summensätze gelesen, sondern das System ist gerade über rund 200 Millionen Einzelsätze gegangen. Und ich kann hier auch beweisen, dass es halt wirklich Einzelsätze sind. Es ist immer wieder neu berechnet, weil ich hier die Möglichkeit habe, Segment auszuwählen. Und das Segment als solches, ein Attribut aus dem Controlling. Ich möchte jetzt einfach mal unsere Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Segment Cloud filtern. Ich könnte auch ein x-beliebiges anderes nehmen, aber ich möchte jetzt halt Cloud verwenden und wähle das jetzt aus. Go. Da ist es. Was ich noch zeigen möchte, ist dazu sagen, wie wir jetzt auch einfach drin suchen können, also neue Funktionalität, wie ich suche jetzt halt nach Flügen im System. Und wir haben von hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte erstmal auf die klassischen halt Saldo-Anzeige gehen, gucken uns halt für unsere Sachkonten
die Salden an und von hier habe ich jetzt die Möglichkeit, genauso rüber zu springen, halt in den klassischen Beleg Einzelpostenanzeige. Wir laufen einen ganz kleinen Ticken länger, weil ich auch 3000 Einzelsätze jetzt zurückliefern muss und gruppiert. Das waren 3363 in der Anzahl. Und auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, uns jetzt ganz sozusagen die Einzelposten de facto anzuzeigen. Ich möchte Ihnen aber auch noch eine andere, weitere Anwendung zeigen. Die nennt sich G&V oder P&L Insight, also Gewinn- und Verlustrechnung. Insights-Anwendung. Und hier möchte ich einfach mal schauen, wie sich unsere Gewinn und Verlust, einzelne Knoten davon, über die Zeit dargestellt werden können. Es geht darum, die Frage zu beantworten, also dieses Explorative. Das heißt, wir wollen einerseits, möchte ich damit zeigen, dass wir integrierte Analytics haben. Zweitens auch zeigen, wie man explorativ Informationen, also diesen Einblick, von dem ich gesprochen habe, aus dem System halt bekommen kann. Und nur nochmal zum Sicherstellen, also wir sind jetzt hier auf einem transaktionalen System, es ist kein WW-System, wir sind immer noch auf demselben System, was wir vorher gesehen haben. Und wir möchten uns einfach mal China anschauen, Company Code, also Buchungskreis China. Und was jetzt passiert ist im Hintergrund, ist, dass er die Gewinn- und Verlustrechnung uns hier dargestellt hat in einem Baum. Und darüber habe ich jetzt die Möglichkeit, den Baum entlang zu hangen. Und ich kann jeden x-beliebigen Knoten nehmen und den hier in diese Charting Area ziehen. Um mir noch zu zeigen, dass wir auf Einzelsätzen arbeiten. Das ist ein gutes, hier sieht man jetzt ganz klar und deutlich, dass wir auf Tagesbasis jetzt das mal ausgerechnet und dargestellt haben. Und man sieht ja auch ganz klar und deutlich, wenn man hier über Softwareumsatz spricht, dass es immer einen Peak am Ende des Quartals gibt. Wir können auch den Jahr-Vergleich halt machen, hier über hier, und sehen zum Beispiel jetzt hier in diesem Demo-Beispiel, dass zum Beispiel das Jahr 2014, das letzte Jahr, halt nicht so gut im Umsatz war halt wie das Jahr davor, 2013. Und die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt immer die nächsten, die folgenden Fragen haben und sagen jetzt, Mensch, wie kommen wir zu der Lösung aus den Daten? Weil irgendwo steckt die Antwort in den Daten. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Wie finden wir dieses? Nur klassisch Reisekosten. Und da sieht man ganz deutlich, dass es keine Restriktion gab. 2014 wurde mehr gereist, also es wurde zumindest mehr ausgegeben. Das heißt, das fällt schon mal raus. Das ist das Ganze. Ich habe hier die Line-Items. Das ist die gesamte Aufbereitung auf Basis von Line-Items passiert. Und also einzelne Belegpositionen. Und diese Belegpositionen stehen halt auch zur Verfügung. In dem Moment, wo ich diese zur Verfügung habe, kann ich genauso gut halt auch filtern. Und in unserer Demo jetzt hier möchte ich einfach mal diese drei Hauptproduktgruppen verwenden und nach diesen filtern. Und zu gucken halt, ob sich gegebenenfalls hier was ergeben hat, ob wir dann einen Trend sehen. Und in dem Moment, wo ich drauf klicke, haben sich diese in einzelnen Grafiken halt materialisiert. Und hier sehen wir ganz deutlich die Antwort für unser Problem. Und zwar haben wir nur noch ein Produkt verkauft in 2014. Aber wir sehen ganz klar, dass wir halt in der Ausrichtung im Vertrieb halt arbeiten müssen. So, und das ist jetzt einfach nur dieses, und da kann man jetzt noch viel, viel mehr Beispiele halt finden, wo wir halt immer diese Folgefrage stellen können. Was ist denn jetzt? Okay, wir haben jetzt nachgeschaut, wir haben nach Produkten differenziert, jetzt könnte ich nochmal gehen und das nächste schauen, wie sieht es denn eigentlich aus in anderen Buchungskreisen? Jetzt können wir hingehen und sagen, ich möchte nochmal Japan auftragen, ich möchte nochmal Korea dazu ziehen. All diese Möglichkeiten bietet uns jetzt dieses kleine Stück Software, die hat einfach auf der Basis des neuen Universal Journal Entries arbeitet und damit halt eine ganz andere Art der Arbeit uns erlaubt, weil wir jetzt einfach reingehen. Ich möchte nochmal Japan dazu sehen. Ich kann mir genauso halt den Umsatz halt reinziehen und schon ist er da. Und da sehen wir, dass das war jetzt auch Revenue,
dass wir zumindest halt nicht die Probleme haben wie halt in dem anderen Bereich. Also zumindest ist die Idee dahinter, einfach zu zeigen, dass es jetzt voll flexibel ist und dass es auch in den Anwendungen, in den neuen Anwendungen halt reflektiert ist.